Hallo und herzlich willkommen zu Sky Sport Fantasy, das Briefing vor dem zweiten Spieltag. Die erste Woche liegt hinter uns, die ersten Fantasy-Punkte wurden eingesammelt oder auch nicht, je nachdem, wen ihr aufgestellt habt. Und wir sind heute wieder für euch da und bereiten euch auf den Spieltag vor. Und wenn ich sage wir, ist das nicht nur meine Wenigkeit, ich begrüße auch meinen Kollegen Bench. Bench, grüß dich. Hi Janni, also ich muss sagen, nach dem ersten Spieltag kann man, glaube ich, nur heiß sein auf die zweite Spielwoche, auf den zweiten Fantasy-Spieltag. Viele Tore, viele Punkte und von daher würde ich sagen, ab geht's dann heute in den nächsten Spieltag. So sieht's aus, ab geht's in den nächsten Spieltag. Der zweite liegt vor uns mit jede Menge attraktiven Duellen. Wir haben die Bayern mit einem Heimspiel gegen Augsburg. Wir haben dort einen vermeintlichen Mismatch gegen Bochum, auch wenn man ungern eigentlich nach Bochum fährt. An der Kastropper kriegst du gerne mal auf die Mütze. Nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler und rundes Spiel da. Womöglich eine kleine Falle aus Fantasy-Sicht. Aber wir haben auch die Leipziger daheim. Wir haben die Freiburger daheim. Also jede Menge interessante Partien am Wochenende. Wir starten aber rein mit einer News, die diese Woche die Fantasy-Welt so ein bisschen gerüttelt hat. Denn wenn ein Spieler von Bayern innerhalb der Bundesliga wechselt, immer ein interessanter Case, in diesem Fall ist es Josip Stanišić. Und das ist unsere News der Woche, unsere Fans-News der Woche. Josip Stanišić nach Leverkusen. Und Bench, gerne mal deine Einschätzung dazu. Was glaubst du gerade aus Fans-Sicht, was wird aus Josip Stanišić, der bei den Bayern eher keine Rolle gespielt hat, in den letzten Saisons immer eigentlich nur Joker-Sätze bekommen hat, jetzt zu Leverkusen? Hat er Startelf-Chancen? Was macht es mit ihm als Fans-Spieler? Also ich finde es sehr, sehr schwer einzuschätzen, einfach deswegen, weil man in der Vorbereitung gesehen hat, okay, Alonso möchte die Option für Dreier- und Viererkette haben. Da gibt einem den Stanišić natürlich super Möglichkeiten, kann den Innenverteidiger in der Dreierkette spielen, kann den Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen. Aber die Konkurrenz in Leverkusen ist natürlich enorm groß. Wir haben Jonathan Tah, der ein gutes erstes Spiel gemacht hat. Wir haben Tabsoba, der eigentlich auf der linken Seite gesetzt ist. Wir haben einen Kusunu, der gut gespielt hat, einen Hinkapje, der aus der Rotsperre wiederkommt. Deswegen glaube ich, vorerst wird Stanišić wahrscheinlich kein Thema für die Startelf sein. Vor allem, solange Leverkusen so performt wie am ersten Spieltag gegen Leipzig. Auf lange Sicht ist es aber auf jeden Fall so, dass er zur Option werden wird. Ich glaube, da wird sich Bayern auch das ein oder andere Wörtchen drüber sagen lassen haben, wie dann da die Perspektive für Stanišić aussieht. Weil, so ehrlich muss man auch sein, auch für die Bayern war er immer ein guter Backup. Und ganz so gerne, beziehungsweise ganz so einfach, wird man den, glaube ich, nicht abgegeben haben. Richtig. Also ich glaube auch, dass Spielzeit auf jeden Fall oder hinter der Spielzeit ein kleines Plus stehen wird. Wir schauen mal ganz kurz auf den Marktwert, den ihr jetzt hier schon auf der linken Seite des Bildschirms seht. Es ist so, dass generell Gerüchte oder alle News, die in der Fantasy-Welt passieren oder generell in der Fußballwelt passieren, natürlich auch den Fantasy-Marktwert eines Spielers beeinflussen. Wir können hier ganz gut sehen, dass Stanišić eigentlich in der Vorbereitung keine große Relevanz hatte. Dann gab es aber dieses Pavard-Gerücht, wahrscheinlich zum ersten Mal Ende Juni, Anfang Juli aufgetaucht, wo dann der Marktwert nach oben geschossen von Stanišić. Dann hieß es, Pavard bleibt doch, Marktwert ist wieder runtergegangen. Dann hieß es, oh, Pavard heiß, Manchester, Pavard heiß, Inter Mailand. Marktwert nach oben gegangen und jetzt vor, wann ist es passiert? 3-4 Tagen sehen wir jetzt wieder Stanišić ausgeliehen nach Leverkusen und schwupps, Marktwert geht nach oben. Also auch wenn er, wie Bench prophezeit hat, vielleicht relativ wenig Spielzeit bekommen wird. Erstmal aus Fantasy-Sicht kannst du Marktwertgewinne mitnehmen. Also mit ihm ist auf jeden Fall kurzfristig Geld zu machen. Langfristig auf jeden Fall auch eine Alternative bei gegebenenfalls Ausfällen oder Systemumstellung. Danke Bench für die Einschätzung. Wir gehen weiter mit Blick auf den Spieltag und wir gehen zu der Kategorie Start oder Start, Bank, Next und gehen so ein bisschen den Spieltag durch und wir haben uns zuerst mal für Bayern IVs entschieden, Bench. Bei den Bayern, vor der Saison hätte jeder gedacht, jo, Licht, der gesetzteste Pustekuchen. Am ersten Spieltag erstmal auf der Bank. Wie siehst du die Bayern in Verteidigung für den zweiten Spieltag? Ja, also um es kurz zu machen, der Mann, der hier in der Mitte steht, Kim Min-jae oder Jae, wie auch immer, ist aus meiner Sicht aktuell tatsächlich der die Nase vorn hat von allen dreien. Upamecano Startelf-Nominierung war ein bisschen überraschend, du hast es schon angesprochen. Kim sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall wieder starten und hier würde ich es auch davon abhängig machen, wer startet und wer auf der Bank sitzt. Deswegen, Kim wird starten für mich. Dann würde ich zwar sagen, Bayern hat jetzt kein überragendes Spiel abgeliefert, insgesamt hat man aber ja, mehr oder weniger nichts anbrennen lassen. Upamecano hat ein gutes Spiel gemacht und wenn wir uns ein paar Monate zurückerinnern, ist er auch eigentlich jemand, der da absolute Startelf-Potenzial hat. Deswegen glaube ich, es wird erstmal nichts geändert, würde Kim auf die 1 setzen, mit Upamecano auf der Bank gehen und De Ligt schafft es dann dieses Wochenende leider nicht in Kader. Also De Ligt tatsächlich der Verkaufskandidat an dieser Stelle.
Wir gehen in das nächste Duell und ich stelle ganz kurz die Partien vor. Mario Götze mit Frankfurt in Mainz. Marco Reus, einer, der eventuell in der Startelf steht, in Bochum mit seinen Dortmundern. Und dann Flo Kainz, der Allesmacher beim FC daheim gegen die Wölfe. Wen stellst du auf, wen packst du auf die Bank und wen verkaufst du? Auch hier extrem schwierig. Ich muss sagen, die Matchups geben ja immer eine ganz gute Hilfe. Und da sehe ich Dortmund gegen Bochum auf jeden Fall als klarsten Favoriten. Ich sehe aber auch, dass da letzte Woche so ein bisschen der Verbindungsspieler im Mittelfeld gefehlt hat, den Reus dann auch nicht ausgleichen konnte in dem Sinne. Deswegen würde ich dir tatsächlich widersprechen, würde davon ausgehen, dass Reus auf der Bank sitzt, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ziemlich sicher starten. Reus deswegen für mich Verkaufskandidat. Zwischen den anderen beiden ist dann relativ schwierig, aber ich sehe vor allem im Sturmzentrum der Eintracht, was passiert mit Kolumuani, wird dann ein Mamouche vielleicht stürmen als nicht so klassischer Zielspieler, macht es einen Gangkamm, sehe ich ein bisschen Unsicherheit, deswegen würde ich sogar mit Kainz, mit guten Standards, mit vielen Flanken, mit vielen Chipbällen und Pässen in die letzte Kette für hoffentlich dann Davy Selke, wenn er wieder fit ist, gehen. Würde Kainz aufstellen, würde Mario Götze benchen und würde Marco Reus tatsächlich verkaufen. Danke für die Einschätzung. Wir kommen jetzt zu Torhütern. Und das ist aus Fans-Sicht ja immer sehr, sehr interessant, weil nicht immer nur gute Teams stellen auch gute Torhüter in der Fantasy-Welt. Bedeutet, wenn viel auf die Kiste bekommt, machst du natürlich auch relativ viele Fantasy-Punkte. Wir haben einmal Atubolu von seinem zweiten Bundesligaspiel, Heimspiel Freiburg gegen Werder Bremen, dann Kevin Trapp in Mainz oder Omlin daheim gegen Leverkusen. Wen stellst du auf, wen packst du auf die Bank und bei wem sagst du next? Ja, du hast es eben schon kurz angerissen. Bei den Torhütern ist es natürlich auch wichtig, dass sie ein bisschen was zu tun haben, weil ohne Aktionen, mit Ball am Fuß, ohne Paraden, ohne gehaltene Bälle, sieht es da punktetechnisch auch ein bisschen mau aus. Hier haben wir jetzt das Glück oder vielleicht auch vielmehr das Pech, dass ich bei allen am Wochenende eigentlich ordentlich was zu tun und ähnlich viel zu tun sehe. Deswegen gibt da für mich den Ausschlag, dass ich bei Atubolu zu Hause mit Freiburg gegen Werder Bremen am ehesten ein Spiel zu Null mit weißer Weste sehe, was natürlich auch ordentliche Boni gerade für die Defensivakteure gibt. Deswegen wird Atubolu am Wochenende aufgestellt. Da haben wir Trapp und Omlin, auch ähnliche Matchups. Da würde ich aber tatsächlich Eintracht Frankfurt und Trapp am Wochenende in Mainz ein bisschen mehr zutrauen als Gladbach gegen Leverkusen. Niederlagen sind natürlich nie gut für die Punkte. Deswegen Trapp auf der Bank und Omlin wird verkauft. Perfekt. Danke für die Einschätzung und jetzt schauen wir mal bei Yannick vorbei. Yannick hat nämlich wieder eine Elf aufgestellt für den nächsten Spieltag und er sagt mal, wen er reingepackt hat. Hallo ihr Lieben. Zunächst mal, in meiner geschlossenen Fantasy-Manager-Liga habe ich Spieltag 1 gewinnen können. Aber es sind die Regeln natürlich auch andere. Es gibt jeden Spieler nur einmal und man muss sich sein Team Step-by-Step bauen für die ganze Saison. Kader bleibt bestehen bis zum 34. Spieltag. Bei uns mit den 250 Millionen habe ich nicht perfekt gepuzzelt, perfekt gehaushaltet. Das versuche ich in dieser Woche besser. Nehmt natürlich eure Tipps an. Die da waren mehr Blockbildung. Letzte Woche hatte ich aus 9 verschiedenen Teams Spieler mir in meine Elf gestellt. Diese Woche setze ich mehr auf die gute alte Blockbildung, wie früher in der Nationalmannschaft. Da waren wir ja auch sehr erfolgreich mit. Deshalb 2 Unioner mit Renault im Tor gegen Mainz, 2 Elfmeter gehalten und mit Kevin Behrens 3-mal eingeköpft. 3 Tore letzte Woche gab es übrigens das erste Mal seit Datenerfassung. 3 Kopfballtore in einem Spiel. Dazu 2 Dortmunder. Ich war letzte Woche beim Topspiel. Dortmund extrem gut nach vorne, wenn Julian Brandt in Szene gesetzt wurde, mit Dynamik, mit Tempowechsel, extrem ballsicher, gutes Kurzpassspiel, Doppelpass, auch sehr viel tiefe Läufe dabei. Deswegen Brandt hat mir extrem gut gefallen, war fast der einzige Dortmunder, der so richtig für Kreativität stand, letzte Woche beim 1-0 Heimsieg gegen Köln. Also an seiner Seite dann Mats Hummels, damit habe ich auch da 2 Dortmunder, nominiere sogar 3 Freiburger, die ja direkt mal auswärts gewonnen haben in Hoffenheim. Grifo schlägt alle Standards, Ecken, Freistöße, schießt dazu die Elfmeter, der ist bei mir gesetzt. Soloi, der wiedererstarkte Soloi, der letzte Woche herausragend war beim SC Freiburg, genauso wie Günther, nicht zu verwechseln mit Klammer auf, Klammer zu, Günther, also Günther, spielt bei mir hinten in der Viererkette an der Seite übrigens von Chabot und Henrichs. Bei den beiden verzichte ich auf Block, weil Chabot immer zweikampfstark, immer nah am Mann, hat gutes Kopfballspiel, also auf den vertraue ich einfach. Henrichs für mich letzte Woche auch schon mein gesetzter Abwehrmann aus dem Team von RB Leipzig bei Marco Rose, absolut unangefochten. Also Viererkette hinten haben wir damit durch, fehlen eigentlich noch 2, weil im Mittelfeld haben wir auch schon über die beiden Freiburger gesprochen, über Julian Brandt gesprochen. Palacios habe ich noch nominiert, genauso wie den anderen Leverkusener. Achtung, Boniface. Ja, ich habe gehört,
Frank Buschmann hat sehr viel Hate im Netz bekommen. Er heißt aber wirklich Boniface. Also der war letzte Woche beim Leverkusener Auftaktsieg gegen RB sehr, sehr stark. Und dem vertraue ich an der Seite von Behrens. Also B&B vorne, dahinter wie letzte Woche auch ein 4-4-2 in Team Sky. Ich drücke euch die Daumen auf einen fairen Wettkampf, auf dass wir, Klammer auf ich, besser abschneiden werden und auf dass uns das erspart bleibt. Rote Karten sind das Schlimmste für einen Fantasy-Manager, weil das gibt immer so derartig Minuspunkte. Also das wünsche ich nicht mal euch an diesem zweiten Spieltag. Super, danke Yannick. Solide 11 und Mensch, das sind einige Leute, die richtig ausrasten können, oder? So Leute mit MVP-Potenzial. Brandt, Grifo, Behrens, letzte Woche MVP geworden. Wen siehst du da mit den meisten Punkten am Wochenende aus der 11? Boah, also da würde ich tatsächlich mit Grifo oder Brandt gehen. Bei Behrens ist es immer so, der ist sehr auf seine Scorer angewiesen. Wenn da jetzt nicht 2-3 Tore bei rumkommen, dann will ich nicht sagen, wird es punktetechnisch eng, aber einen Brandt und einen Grifo können auch auf jeden Fall liefern mit einem Scorer oder vielleicht sogar gar keinem. Deswegen sehe ich da die beiden schon vorne. Ja, und sonst wieder, also auch Hummels, Chabot, wirklich Hünen vorne drin, viele Zweikämpfe, solide Truppe, bin gespannt, wie die performen wird für dich, Yannick. Wir schauen uns jetzt nochmal den MVP, den vermeintlichen MVP an. Wir haben ja gesagt, Brandt hat Potenzial, Grifo hat Potenzial auf jeden Fall. Wir sehen an diesem Wochenende, und das ist ein bisschen unsere Empfehlung, wenn ihr Chancen habt, ihn aufzustellen, stellt ihn auf. Leroy Sané, 42,2 Millionen wert in der App und macht jede Menge Radau. Und das auch schon gegen die Bremer, da fast MVP geworden. Bench, was glaubst du, wie viele Punkte reißt Sané ab am Wochenende gegen Augsburg Sonntagabend? Also ich glaube an 1-2 Scorer von Sané und dann sehe ich schon auch wieder eine 3 vorne. Also 300 könnte er wieder reißen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen ein Call, der aus dem Momentum jetzt irgendwie entspringt. Wir haben bei Yannick in der 11 schon gesehen, mit einem Salah, mit einem Behrens, mit einem Renault. Da ist viel Momentum jetzt im Spiel, gerade zu Beginn der Saison, wenn manche Dinge noch nicht so gut abzusehen sind. Und bei Sané war vor allem auffällig, fand ich, dass sonst immer viel spielerischer Output dabei ist, viele Aktionen von ihm gefahren werden, aber dann so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Jetzt gegen Bremen fand ich ihn gar nicht mal ja, so überragend, wie er teilweise in Spielen ist, so vom Rest abgehoben spielerisch. Aber am Ende stimmte es halt, er steht zweimal vor der Hütte, einmal steht er richtig, einmal hat er einen guten Konter, den er vollendet. Und deswegen gehen wir damit, dass er dieses Momentum, diese Form aufrechterhalten kann, Scorer liefert und vielleicht sogar dann auch noch die Punkte darüber hinaus holt. Genau, und dass du vielleicht so ein bisschen die Musiala-Punkte bekommt, der mit Muskelfaseres ausfällt, erstmal Müller sehr wahrscheinlich da in der Startelf. Und ich glaube, Sané kann davon schon auch wenn es ein bisschen böse klingt, Sané kann profitieren von dieser Musiala-Verletzung. Wir sind gespannt auf diesen Spieler. Wir wünschen euch da draußen auf jeden Fall einen erfolgreichen, stellt die richtigen Elf auf fürs Wochenende. Bench, vielen Dank für deine Expertise. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, schönes, erfolgreiches Wochenende. Yes, viele Punkte und dann bis nächste Woche.